Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Projekt zusammen mit Simonator. Erstmal hallo. Genau. Und zwar Terraria. Ja, und genau das habt ihr schon verpasst. Und zwar, wie ich schon zwei von diesen Schleimis umgelegt habe. Das oh war's dann aber auch schon. Ja, und ich würde einfach mal sagen, da hier auch das Spawnpunkt ist, würde ich sagen, hier Haus aufbauen. Was hältst du davon? Ja, gerne. Erstmal Holz sammeln. Erstmal Holz sammeln, genau. Ja, warum Terraria? Einfach nur, weil wir es können. So, das ja, ist doch mal eine Maßnahme. Ich denke mal, Terraria dürfte grundsätzlich jeder kennen, oder? Weiß ich gar nicht. Also ich muss sogar sagen, das ist eigentlich recht lang an mir vorbeigegangen, das Spiel. Ja, an mir auch. Aber durch Minecraft. Ich glaube, das ist so eine kleine Fraktionsabteilung, bei PlayStation und Xbox, weißt du? Das ist irgendwie so ein 2D-Minecraft mit irgendwie ein bisschen Rollenspiel-Elementen. Ja. Mir fällt sogar noch ein anderes Spiel ein, was du bestimmt nicht kennen wirst. Warte, jetzt muss ich gerade ganz kurz überlegen. Ich glaube, Klonk hieß es. War das Klonk? Ich glaube, Klonk, ja. Das war halt im Endeffekt eigentlich quasi genau dasselbe wie hier. Also mit Abbauen, Aufbauen und so weiter und so fort. Und der einzige große Unterschied ist, dass man zwischendurch mehrere Viecher haben konnte. So. Aber so prinzipiell war es eigentlich fast genau dasselbe. Wollen wir uns erstmal zusammen ein Haus bauen, oder? Ich würde sagen, wir bauen uns ein Gemeinschaftshaus, ja. Das wird sich doch auf jeden Fall anbieten. Ja, lass uns da mal eben gleich den Stein da wegmachen, genau. Dann einfach mal das da hinsetzen. Wir können das ja so machen, wir bauen ein gemeinsames Haus, machen aber getrennte Truhen. Was hältst du davon? Ja, können uns ja später irgendwann mal eigene Häuser bauen. Falls wir das länger fortsetzen müssen, ja auch noch nicht. Was wir warten wollen. Genau. So, ja, Holzboden? Ja, natürlich. Gut, dann mach ich hier noch viel ein Platz. Stimmt. So, dann würde ich sagen, ja, dann hat sich ja hier das schon angeboten als Mineingang. Jo. Dann mache ich hier mal wieder zu. So, nee, das war jetzt doof. Da ein bisschen weitermachen. Jo. So würde ich sagen, erstmal. Ja. So, dann mache ich mal eben Holzplanken und schon mal eine Werkbank. Oh, zwei war jetzt zu viel. Egal. So. Ja, dann knall ich hier direkt die Werkbank hin. Zack. Und baue dann gleich mal zwei Türen. Achso, gut, mach das. Ja. Kannst du ja schon mal die Rückwände anfangen. Genau. Ja, verarsch mich. Arme zu kurz. Ich bin hier behindert. Ja, ich sehe schon, Arme zu kurz, eindeutig. Huch. Ja, Mann. Soll ich mal machen? Okay. Ey. So macht man das. Nee. So. Könntest du auch eine zweite Türe machen, anstatt mir hier auf die Nerven zu gehen? Die war doch schon fertig. Holzrüstung. Die wollte ich schon immer mal haben. Eine Holzrüstung, jetzt schon. Pfeile und Fackeln. Was kann man wollen das wir nicht erstmal eine Rückwand? Pfeile. Nein. Oder wollen wir eine Steinrückwand? Nee. Ich baue mal Holz. Gut, was gibt es denn sonst noch? Nö, sonst ist erstmal nichts interessant. In der Tat. Ja gut, dann kann man ja eigentlich schon anfangen, Fackeln bauen. Gut, dass wir schon ich bin kaputt machen. Mein Charakter ist nicht Medium Core. Oh, schäme dich. Dann würde ich ganz einfach mal sagen, dann gehst du nochmal ganz fix raus und erstellst dir einen neuen. Das mache ich. Aber ja, erst nachdem ich meine ganzen Über-Items hier verbraucht habe. Ja, sonst hättest du dich ja auch kurz von so einem Block töten können. Ja. Und dann bleib ich einfach hier in der Höhle, so lange. Höhle? Ich fang schon mal an. Ja, die dunkle Höhle. Schon mal an, ein bisschen hier auszuhöhlen. Ja, in der Höhle. Also, ich bin dann gleich wieder da. Jupp. Steam-Nachricht. You shall not be here. So.
Dann mal. Ja, jetzt hier Exklusivmaterial. Hört zu, was Simon erzählt. Unser Simonator. Charakter erstellen. Jetzt ist sogar live bei der Charakterstellung dabei. Haare. Wie sieht meine Haare aus, braun? Einmal einen Cut wirst du wohl trotzdem machen müssen, wegen der IP und dem Passwort. Ja, nein, ja, nein. Ja, nein, ja. Doch. Oder du verpixelst das. Hauptsache du vergisst es nicht. Ja, ich mach einen Cut. Wobei im Endeffekt das eigentlich auch egal ist, weil das ist ja eh eine Dynamic-IP, von daher. Ja, aber dein Passwort. Das ist die nächste Sache. Dann können wir das nämlich erstmal nicht mehr nutzen. Oh, meine Kleidung wird kreativ, ich weiß es schon. Ja, ich habe hier schon mal gerade Lehm für uns gefunden. Oh, das hast du gut gemacht. Das ist doch schick. Können wir uns gleich schon unser Haus ein bisschen auf. Ah, männlich, Softcore, Mediumcore. Was hast du? Medium. Wir droppen. Ja, genau, wir droppen Items, wenn wir verrecken. Was heißt, wir sollten versuchen, nicht zu verrecken? Genau. Also, hoffentlich, genau. Ja, erstellen. Also dann, kleiner Cut, bis gleich. Tja, ich warte hier einfach mal so lange, damit er nicht zu viel verpasst. Ja, also in deiner Aufnahme gibt es hier Exklusivmaterial ohne Ende. Jetzt hört man mich hier auch noch labern. Ja, schlimm, ne? Ja. Immer die anderen. Ah, ich Simon, ich... Halalala. Habe ich dich da etwa erwischt, oder wie? Jetzt habe ich Simonato PL geschrieben. Alter. So. Abzektüren. Oh, herrlich. Immer noch alles gleich, gell? Jo, ja. Das sneaky Passwort. Fuck. Na? Ja, warte. In Skype steht sonst zur Not. Ja. Ich wollte es ja jetzt nicht erwähnen. Shit, warte. Na? So. Ha! Da ist er. Wer ist denn hier gespawnt? Und da bin ich wieder zurück in meiner Aufnahme. Und in der Aufnahme von Akira gibt es Exklusivmaterial. Genau, ich heiße Simonato LP, glaube ich jetzt. Ich weiß gar nicht, warum er bei mir den Namen gar nicht anzeigt. Ja, also nur, wenn ich die Maus rüber halte. Bitte? Also bei mir auch nicht, nur wenn ich über die Maus auf dich halte. Hm. Also irgendwie geht das auf jeden Fall, dass es ohne auch funktioniert. Ja, ja, gut. Das ist... Ja, eine sehr vorteilhafte Farbe, die man auf jeden Fall immer und in jeder Situation erkennt. Ach komm, schwarz, das ist schwarz. Ja, also damit hast du recht, dass das schwarz ist. Ja, tschüss. Ja, aber es war Absicht. Hätte ich jetzt auch gesagt. In Real Life habe ich auch eigentlich immer nur schwarze T-Shirts an, also habe ich mir gedacht. Ja, ich kenne das mit dem Schwarz, also nicht immer, aber tschüss. Ich muss da oben mal ran. Warte. Jetzt muss ich hier eben... So, jetzt. Ey. Noch knapper geht's nicht, ne? Hui. Nein. Guck mal, was du da unten liegen lassen hast. Halt, stopp, das ist mein... Haha. Zum Glück teilen wir ja eh, ne? Also von daher. Ja. Jetzt so. Ich bräuchte hast zwei. Oh, da unten ist noch mehr. Ich kann dir gerne welche abgeben. Gerne. Denn ich habe mein Zeug verloren. Ach ja, da war ja was. Mhm. So, wie kann ich denn überhaupt die Sachen aufteilen? Nein, das war jetzt nicht richtig. Kannst du doch einfach aus dem Inventar rausziehen, oder? Ja, mit rechter Maustaste, oder kann man. Stimmt, ja. Das war jetzt falsch. Ah, so. Zack, da unten liegen sie. Ist das keine wundervolle Treppe? Ja. Hast gesehen, die liegen hinter dir. Ja. Zack. Man dankt dir wundervoll. Jo, nicht dafür. Oh, hier oben ist nochmal Lehm. Dann werde ich mich mal hier eben um das Lehm kümmern. Ja, und ich gehe noch mal ein bisschen kundschaften. Wir haben noch gar kein Wasser gefunden.
Ich glaube, das ist so ziemlich das Penetranteste, was du hier finden kannst. Außer irgendwelche Übermonster, aber sonst. Genau. Das ist wohl wahr. Wobei man das ja später mit Eimern eventuell auch um... ja, so viel dazu. Also, ich habe Wasser gefunden. So ist gut. Ich halte mal ein Auge auf der Uhr, wie lange wir hier aufnehmen. Ich glaube, das sind schon wieder fast 10 Minuten. Ja, ich habe da ein genaues Auge drauf. Achso. Dann macht der Kira das. Akira ist schuld. Ja, ich bin schuld, genau. Wobei? Ein Zombie, der erste Battle, Epic Battle. Wie jetzt? Aber nicht von oben, oder? Nein, nein, nein. Okay. Das hat mich jetzt verwundert. Oh. Jetzt. Ja, wir sind ja beide noch ein bisschen Noob so bei dem Spiel, ne, oder? Ich weiß ja gar nicht, hattest du wir das... Wir haben neulich mal ein wenig gespielt so, aber sonst habe ich auch noch nicht gespielt. Okay, ja gut. Das finde ich gut. Also ich werde mir jetzt auch nichts groß beim Wiki anlesen. Das habe ich mir auf jeden Fall schon gesagt. Ich würde das alles ganz gerne einfach mal so rausfinden. Ja, ich glaube, in dem Spiel ist das auch schöner. Genauso in Minecraft, wenn man so... Genau. Weil Minecraft ist zwischen sowieso so ein Mainstream-Spiel, aber hier zum Beispiel. Ich habe auch Wasser. Ja, früher so, wo noch die Beta war, da war das noch recht... Ja, ich glaube, ich habe eigentlich Minecraft-Spiel so bei der 1.3 bei der... Ja, angefangen. Aber auch bei der Beta. Ich glaube... 1.2 irgendwas? 1.1? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist schon so lange her. Ja, auf jeden Fall seht es uns also nach, wenn wir irgendwie uns ein bisschen Bamlitch anstellen. Das wird ja, genau. Sehr wahrscheinlich passieren. Ich schon wieder halb am Trink. Okay. Mach kein Mist da. Nein, nein, nein. Kennst du nicht. Jetzt müssen wir das... ja, eben genau deswegen sage ich das ja. Ja. Sonst müssen wir ja gucken, dass wir da noch irgendwie die Sachen rausbekommen. Das wäre ja nicht so schön. Vielleicht nochmal ertrinken am besten. So, ich baue mal schon mal hier so ein bisschen treppenmäßig was, dass man hier vernünftig auch durchkommt. Also der Typ da oben, der Spacko, der nervt schon. Der macht die ganze Zeit die Türen auf und zu. Der Chef oder wie der heißt? Ich weiß nicht, wie der Typ da oben heißt. Hat mir den Namen nicht gemerkt. Hat sich mir auch nicht vorgestellt. Kein Hack. So. Ja, wollen wir denn überhaupt eine Pause dann machen bei den Folgen oder wollen wir das dann fortlaufend weitergehen lassen? Das ja, ich würde Leute mal sicherlich sagen, auch entweder wir sagen kurz ja, hallo und ciao oder... Also wenn dann eine kurze oder gar keine, sagst du? Ja, weil so, erst wenn an die Oberfläche gehen, dann wieder oben eine Begrüßung oder so und dann wieder runter, dann... Ich glaube, das wäre nichts. Nee, das glaube ich nämlich auch. Ja, dann würde ich ganz einfach sagen... Ja, wir können kurz so eine Folgenwechsel ankündigen oder so. Ja gut, das können wir ja machen. Ein bisschen haben wir noch, aber... Ja, die erste auch Folge gut, dass mit der Zeit... Dann haben wir auch gleich lange Videos nicht, dass wenn wir dann durch aufnehmen und dann. Jo, richtig so. Das ist wohl wahr. Au, 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 au. Geh weg, du blöder Zombie. Na Mann, wird mir jetzt nichts. Also manchmal sind die ganz schön penetrant, ne? Also besonders wenn die einen genau auf den Kopf fallen. Ja. Oh oh. 20, 30, nicht 30 Lebenspunkte. Puh, 18. Du bist am Verrecken. Ich will nicht sterben. So. Blöde Position gehabt. Eine ganz blöde Position und der ist mir hier genau reingefallen. Weiter. Ich würde sagen, ich mach hier erstmal. Erstmal wieder einen vernünftigen Hochgang. Ich glaube, das ist im Moment das A und O. So ein bisschen darauf achten, dass der Fluchtweg immer offen ist. Ja, hier kommt man. Ah, hoch, theoretisch, wenn man nicht so blöd wäre. Oh Mann. So. Ich habe einen neuen PC und das ist das perfekte Spiel, um den erstmal voll auszukosten. Ja, auf jeden Fall. Also das wird dann ja erstmal wieder richtig in die Knie gehen. Ja, ich glaube, der fängt. Also wenn er mal abstürzt, ne, dann wisst ihr, was los ist. Ich glaube, entweder muss einer jetzt mal hier mit einer Fackel oder. Ja, warte, ich komm mal hoch. Und hast du keine mehr? Doch, doch. Ah, dann spiele ich die Fackelmann. Achso. Ja, wobei das im Moment auch noch ein bisschen. Quatsch ist, solange wir
Ja, wir haben da irgendwann vernünftigen Stäbe und so. Ja, oh, guck mal da, sind ein Kaninchen hier unten. What the fuck? Und Spinnweben hier unten. Oh, das sieht auch so. Zinn, sag ich schon. Ja. Lol, was war das, Zombie? Hm. Ja, würde ich sagen, Lehm nach unten. Lehm nach unten, ne? Ach, lass mal hier eine Fackel machen, so. Ja. Oh, oh, Zombie, Zombie, Zombie. Ah, soll er kommen, soll er kommen. Kleine Nadelstiche. Ja, das ist fies. Das sind noch zwei. Ah, die brauchen noch ein bisschen. Komm, komm, komm. Schleck mal, blas mal. Ah, ich würde sagen, du machst das mal. So ganz ohne Licht ist blöd. Oh Gott! Oh. So, Rage Mode on. Ach, das ist in einer anderen Hülle. Das ist aber eine ganz blöde Ecke. Ah! Oh, oh. Ach, kann doch gerne. Oh, oh, oh. Was? Wir bomben den hier ins Eck runter, ey. Mit den kleinen Nadelstichen, ey, das ist so herrlich. Der wird jetzt zu Tode gemobbt. Geht doch. Wunderbar. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann lass uns mal ganz kurz einmal stehen bleiben, dass wir hier einmal kurz Pausencut machen und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Ojo, bis gleich.